Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie das bei mir ja schon so ein bisschen traditionell geworden ist oder Tradition geworden ist, möchte ich gerne auf einen Kommentar von euch antworten, den ich heute Morgen auf meinem Kanal entdeckt habe. Und zwar wurde dort gefragt, warum nimmt dein Mann dich denn nicht einmal mit zum Shoppen nach Hamburg? Das liegt nahe, weil ich ja hier auf dem Dorf lebe, für alle die, die mich jetzt noch nicht so genau kennen. Hier gibt es genau zwei Geschäfte, einmal einen Edeka-Markt und einen Penny-Markt. Und über den Penny bin ich eigentlich schon richtig froh, weil der ja oft auch so Sonderposten hat, Klamotten oder Baumarktsachen oder Deko oder so. Da kann man dann ja auch mal ab und zu ein bisschen shoppen, nicht, aber gucken, was einem so gefällt. Und ich habe da schon das eine oder andere Mal mitgenommen, zum Beispiel einen Wäschekorb, den brauchte ich nämlich unbedingt. Ich habe zwar zwei blaue Wäschekörbe aus Hamburg mitgenommen, die haben wir damals von Metro gekauft, aber einer, der in mein Badezimmer passt, nämlich ein grau weißer Wäschekorb. Den habt ihr ganz bestimmt bei mir schon öfters gesehen, wenn ich euch erzählt habe, dass ich waschen muss. Ja, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Die Frage geht ja, zählt in Richtung Hamburg ab. Wir wohnen ungefähr, wenn man so normal fährt, würde ich sagen, also nicht so, so richtig schnell auf der Autobahn, dann würde ich sagen, wir fahren 1,5 Stunden nach Hamburg. Und das ist, man geht auch schneller, geht ein bisschen schneller, ja, wenn die Straßen frei sind und wenn man ja auf der schnellsten Spur fährt auf der Autobahn, dann klappt das, aber dann geht es auch ein bisschen schneller. Ich würde mal sagen 1 Stunde und 15 Minuten oder 1 Stunde und 20 Minuten, je nachdem, wie auch das Wetter ist und so, wie schnell man fahren kann. Darauf kommt das immer an, aber ich würde sagen, es dauert schon relativ lang. So, und nun gibt es drei Probleme, die ich mit euch besprechen möchte. Wenn ihr mir lange folgt auf meinen Vlogs, wisst ihr, dass ich erzähle das ja ab und zu mal. Und aber trotzdem, also ich finde, man kann ja mal so in einem Video auch mal drüber sprechen. Also das große Problem ist natürlich mein Hund. Ihr wisst, Miley ist es nicht so gewohnt, Auto zu fahren. Also wir haben sie daran gewöhnt, als wir hierher gezogen sind. Da ist sie immer mal mitgefahren. Wir sind auch mal ganz weite Strecken gefahren, auch mal so 3,5, 4 Stunden. Das hat sie alles richtig gut gemacht. Aber jetzt ist sie natürlich schon seit wir nach Alanya gefahren sind, nicht mehr im Auto gewesen. Doch ab und zu mal so ganz kurze Strecken, aber das zählt ja nicht. Und für alle, die Hunde haben, wissen natürlich, wenn ein Hund das nicht gewohnt ist, Auto zu fahren, ist es ein bisschen, ich würde mal sagen, anstrengend. Miley macht das, wie gesagt, ganz gut. Wir gehen immer auf die Hinterbank und dann legt sie sich hin. Ich habe ja auch ein Körbchen, das mag sie allerdings nicht so gerne, aber so angeschnallt an der, auf einer großen Wolldecke, das klappt am besten, also ohne so Körbchen oder so. In Körbchen geht auch, aber am besten findet sie das so auf einer Decke und auch auf dieser Anschnallgurt, das ist alles richtig schön. Nur, wenn man sie jetzt neu ins Auto setzt, für alle Hundebesitzer ist es halt so, dass sie sehr stark hechelt. Sie wird sehr nervös. Das ganze Auto beschlägt, weil sie so stark am Hecheln und am Schlucken ist. Also die lecken sich dann immer das Maul und schlucken die ganze Zeit und hecheln, sind halt aufgeregt. Vielleicht ist sie auch ein bisschen übel, das kann auch sein. Und ja, dann versucht man sie zu beruhigen. Und eigentlich soll man den Hund dann ja auch ganz langsam dran gewöhnen, immer länger, ja, erstmal reinsetzen, dann immer länger und dann klappt das. Ja, das ist schon richtig. Erstmal habe ich aber kein Auto, das kommt nochmal dazu. Mein Mann, klar, der könnte das mit uns machen, aber also es ist also wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig und insofern, ja, der Hund ist ein Problem, aber auch nicht das Hauptproblem. Also da kommen so drei Sachen aufeinander, warum ich das nicht mache. Erstmal kannst du auch da in die Läden, in die ich reingehen würde in Hamburg, nämlich da 1-Euro-Laden oder TK Maxx oder solche Läden, die dürfen keinen, da darfst du einen Hund nicht mit reinnehmen. Also ich habe das schon in Hamburg gehabt, letztes Jahr, ab und zu haben sie nichts gesagt im 1-Euro-Laden, aber jetzt ganz streng, wenn du da reingehst im 1-Euro-Shop, das ist ja mein Lieblingsladen, ne? Oh, ich könnte mich hier reinlegen in diese Shops. Und wenn du da, darfst du einen Hund nicht rein, weil da sind Lebensmittel, auch bei TK Maxx darfst du auch nicht, weil auch Lebensmittel und darf ein Hund nicht rein. Ist ja auch alles in Ordnung und okay, aber da darf ich mit Hund nicht hin. Also einige Sachen, wo ich gerne reingehen würde oder zur Boutonniere DM oder so, darfst du den Hund nicht mitnehmen. Und einen Hund anbinden vor der Tür, das mache ich nicht. Also ich bin da auch, das mache ich nicht, weil die leiden da so sehr, die vielen Menschen, die sie nicht kennen, und dann hat sie Angst und jault und bellt und keine Ahnung, also mache ich nicht. Also wenn, dann bleibt der Hund zu Hause und ich gehe einkaufen.
So, wenn ich das dann so mache, müsste ich meinen Hund irgendwo bei meinen Kindern abladen. Das ist aber auch für Miley Stress, weil die ja eigentlich immer nur hier bei mir zu Hause ist. Sie kennt ja nur ihr eigenes Zuhause eigentlich. Ich gehe ja kaum mit ihr irgendwo anders hin. Und auch bei meinem Sohn zu Hause würde sie das nicht so gut wollen. Aber nun gut, Hund, wenn man da sagt, okay, ist mir egal, ist doch nur ein Tier, gib das ab bei deinem Sohn, dann geh shoppen. Kann ich ja machen, ist ja auch, würde ich auch machen. Problem ist aber Nummer zwei, dass ich gar keine Lust habe zu shoppen. Das ist überhaupt das Hauptproblem. Ich bin nicht so wie viele andere Frauen vielleicht, die gerne einkaufen gehen und gerne sich irgendwo was, stundenlange Klamottenläden aufhalten und hier gucken und da gucken. Gut, das bringt mal Spaß, okay, aber eigentlich gehe ich immer nur einkaufen, das habe ich auch in Hamburg so gemacht, dass ich, wenn ich was brauche, einkaufen gehe. Klar, wenn ich jetzt mal im Schuhladen bin, dann gucke ich mich ein bisschen um oder ich gehe auch mal, wenn ich jetzt in Hamburg-Wandsbek zum Beispiel bin, dann gibt es da zwei, gab es früher, jetzt gibt es glaube ich auch nicht mehr zwei, 1-Euro-Shops, dann gehe ich in jeden rein, ein bisschen gucke ich bei Butni und DM, aber eigentlich gehe ich nur und Klamotten schon mal gar nicht, ne? Also Klamottenläden da stundenlang mich in diesen Angebotswelten aufzuhalten, mag ich nicht. Ich gehe wann gerne shoppen oder eigentlich auch nur, um ein Schnäppchen ergattern zu wollen, etwas Günstiges, was ich dann habe und was ich später nicht kaufen muss, sodass ich ein bisschen Geld gespart habe, ist, wenn C&A zum Beispiel runtersetzt im Sommerschlussverkauf oder im Winterschlussverkauf. Gibt es ja nicht mehr, aber so einen indirekten machen die ja trotzdem, wo sie dann nochmal 100% auf 100% sowieso schon reduziert haben. So, jetzt muss ich kriege einen Anruf. Bis gleich. Ja, das war wichtig. Ich muss abrufbereit sein. Gibt's nichts. Ich habe halt wichtige Dinge da, muss ich jederzeit. Okay, war aber eine positive Nachricht, ein Glück. Okay, ein Problem weniger. Bin aber froh, wenn ich meine Probleme alle abhaken kann. Genau. Oder ist nicht mein Problem, natürlich das Problem meiner Tochter, meiner Kinder. Und ja, insofern bin ich froh, dass das alles geklappt hat. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Da, dass ich gar nicht shoppen gehen will. Ich habe keine Lust, ne? Also ich kaufe und schon gar nicht Klamotten. Also ich, wenn ich Klamotte brauche und wie gesagt, wenn ich wirklich in diesem Fieber bin, früher habe ich das öfters gemacht, dass ich so Holz gedreht habe, wo runtergesetzt habe, aber dann eigentlich immer nur in dem Fieber etwas zu ergattern, um später das einzusparen und einzulagern, wie ich das ja jetzt gemacht habe, ne? Also alle Klamotten, die ich damals für 1 Euro, 3 Euro, 5 Euro geshoppt habe, liegen dann und dann brauche ich die halt auf, ne? Ziehe die immer an und dann brauche ich mir da keine Sorgen mehr so machen. So ein bisschen das Jagdfieber auf und auf Sales, so kann man das sagen. Und da habe ich natürlich auch viel eingekauft, um es später als Haul auch zu zeigen. Das muss man einfach auch so zugeben, dass man da viele Sachen für YouTube, auch für Insta, eine ganze Menge. Früher war mir YouTube gar nicht wichtig. Ich habe mehr für Instagram gemacht, weil da lag mein Fokus drauf. Da wollte ich gerne wachsen und das wollte ich bekommen. Alles unwichtig, ne? Wenn man bedenkt, was man da alles gemacht hat und heute interessiert mich das gar nicht mehr so richtig. Insofern, na gut, das ist also das Nächste und der Hauptgrund eigentlich. Ich gehe nicht gerne shoppen. Wie gesagt, wenn man mal mit den Schwiegertöchtern, mit den Kindern oder so, das bringt mal Spaß, aber schon gar nicht bei dem Wetter. Also wenn, dann soll bitte schönes Wetter sein und nicht so ein Regen. Und jetzt durch die ganzen Umstände, dass man sowieso kaum noch irgendwo irgendwie und mit Maske und keine Ahnung was, dann bringt mir noch weniger Spaß. Also was ich mal machen gerne würde, wäre mal zu Ikea zu gehen oder zu Roller. Roller mag ich auch unheimlich gerne, bin ich früher mit meinen Kindern immer hin. Die habe ich alle in Schlepptauen, wenn wir irgendwo umgezogen sind, habe ich erstmal mit 5 Kindern eins angebunden, damit es mir nicht abbaut und so. Ich kann euch sagen, tolle Geschichten, die ich da erzählen könnte, weil ja so viele Kinder, ne? Und dann sind wir zu Roller gegangen. Das war bei uns damals in der Nähe, wo wir gewohnt haben. Wir haben in Hamburg-Langhorn gewohnt damals und das war, ja, das war immer ein Highlight. Aber nicht das Einkaufen selber, sondern das, was ich dann schön günstig mit nach Hause nehmen konnte, weil wir es ja gebraucht haben und ich nicht so viel Geld dann dafür ausgeben muss, ne? Weil ich es eben günstig gekauft habe. So, für etwas, was man dann auch wirklich braucht. Darum geht das eigentlich. Aber andere gehen ja shoppen, weil es ihnen richtig Spaß bringt und weil sie gerne gucken, auch nur gucken. Ich habe Verwandte auch, die gehen einfach nur nach draußen in die Läden, um sich die Sachen anzugucken, die es da gibt, die es da neu gibt. Einfach, weil ihnen das Spaß bringt, Sachen anzugucken. Gar nicht, um zu kaufen. Und so bin ich gar nicht. Ich gehe in Läden, weil ich etwas brauche und kaufen möchte. So. Oder für Insta eben oder für YouTube, um da Sachen, die ich dann nachher wieder zeigen kann. Das ist ja eher so ein bisschen auch nicht von mir aus. Aber das mache ich ja alles gar nicht mehr, weil ich habe so viele Dinge, ich habe damit total abgeschlossen, weil man kauft so viel Unsinn. Ich habe ja damals auch die Unboxings mit euch gemacht. Ich habe da Abos abgeschlossen, nur um das zu zeigen für euch. Und dann habe ich nachher gemerkt,
Erstmal interessiert das die Leute gar nicht so sehr, weil da gibt es Kanäle, die das besser machen und die sich eigentlich nur auf dieses Thema spezialisiert haben. Und dann den ganzen Kram, der da drin ist, den du zu 90% gar nicht brauchst und den ich immer noch aufbrauche. Ich habe immer noch Sachen, die ich immer noch aufbrauche oder gar nicht brauche. Lidschattenpaletten und Blush und all so ein Kram, den ich überhaupt nicht benutze und auch nicht verschenken kann, weil auch die Leute das gar nicht benutzen, weil jeder hat zwei Paletten im Schrank, drei, und das reicht ja für den Otto-Normalverbraucher eigentlich auch, wenn man nicht gerade so ein Beauty-Free ist. Also insofern, shoppen nur des Shoppens Willens macht mir Stress. Also wenn ich wüsste, ich müsste jetzt nach Hamburg fahren, um einkaufen zu gehen, klar, ich brauche hier auch ein paar Dinge. Na, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die brauche ich hier fürs Haus einfach. Und ich kann das bestellen. Und wie ihr gesehen habt, ich habe ja ein paar Babysachen bestellt und gefällt mir eben nicht. Also wenn ich nicht in die Le ne, das wäre jetzt so ein Grund gewesen, wo ich hätte einkaufen gehen wollen, das mir anschauen und anfassen vor allem und dann das kaufen, was ich gerne möchte und wie ich mir das vorstelle. Das finde ich immer doof im Internet, ne? Aber wenn man so spezielle Sachen hat wie eine Seifenschale oder weiß ich nicht, ein Hundekissen oder so, das kann man ganz toll auch im Internet und dann schickst du es wieder zurück, ist ja kein Problem. Aber sowas, ich kaufe eigentlich im Internet eher ungern, das hatte ich dann da ja auch gesagt in meinen anderen Videos, und würde lieber selbst anfassen und kaufen. Und dann kann mich natürlich mal mitnehmen, wenn ich denn das wollte, aber allein der Stress, den Hund mitnehmen, ihn irgendwo abgeben und dann abends wieder zurück, erstmal 1,5 Stunden hinfahren, abends wieder 1,5 Stunden zurückfahren, weil man arbeitet ja auch, der geht ja nicht mit mir jetzt da shoppen, sondern wenn wir da hinfahren, das kostet ja auch alles, muss man auch bedenken, ne? Ist ja alles Benzin, was das kostet, und wir fahren halt nur nach Hamburg, wenn mein Mann arbeiten muss oder würden das dann nur machen und nicht extra, um shoppen zu fahren. Zumal es auch nicht sein muss. Also ich kann auch meinem Sohn sagen, kauf das und das, was ich jetzt speziell brauche, oder meiner Schwiegertochter oder meiner Tochter oder so. Und dann ist es auch kein Problem. Das Problem ist eben hauptsächlich, dass ich da keine Lust zu habe, ne? Wenn ich das wollen würde, wenn mir das wichtig wäre, einkaufen und shoppen zu gehen und mal so einen Tag mit Kaffee trinken und so. Aber mal ehrlich, Leute, wer geht? Also das bringt doch im Moment gar keinen Spaß. Erstmal ist es, wie gesagt, richtig kalt und windig und eklig und regnet. Dann die ganzen Umstände im Moment ja auch, was das alles auch so ein bisschen einschränkt, finde ich jedenfalls. Also ich kann auch nicht so gut atmen unter der Maske. Ihr wisst ja, ich hatte beginnendes Asthma und ich habe zwar kein Asthma, ein Glück. Ich habe meine Allergie auch richtig gut im Griff bekommen, aber trotzdem, also das ist schon eine Beeinträchtigung für mich, aber ich gewöhne mich auch dran. Das ist nicht der Grund, überhaupt nicht. Also, aber alles so im Gesamtpaket betrachtet, nee. Und wie gesagt, im Moment, ich habe ein paar Dinge, die ich kaufen wollen würde, das ist aber alles nicht lebenswichtig, kann ich alles machen, und das, was ich brauche, kann ich auch im Internet bestellen. Viel zu viel Brumborium drumrum, so dass, nee, also bringt mir einfach auch nicht so einen Spaß. Ne? Wie gesagt, ich würde gerne zu Ikea gehen, einmal gucken, was brauche ich. Ich weiß aber, ich brauche nur zwei Dinge. Für die anderen Dinge bin ich sowieso, kaufe ich eh nicht, weil klar. Und dann ist natürlich auch das andere, das hatte auch dann jemand da drunter geschrieben, ja, dass das ja natürlich auch eine Geldsache ist, natürlich. Man muss aufs Geld achten, und ich finde das auch wichtig, weil wir kaufen uns so viel unnütze. Ich wollte gerade sagen, mein Speicher ist alle, nicht mein Akku. Ich musste da mal eben löschen. Entschuldigt bitte. Wir kaufen uns so viel unnützes Zeug, wollte ich sagen, was wir gar nicht brauchen. Und da kommen wir nämlich dann wieder in Punkt 3 zu unserem Gesamtpaket, warum ich nicht shoppen gehe nach Hamburg. Weil ich einfach alles habe, was ich brauche. Ich muss nichts kaufen, was dringend notwendig ist. Klar, man hat jetzt so das eine, wie jetzt ein Stillkissen, ne, was oder irgendwas anderes, was ich jetzt gerade mal für jemand anders brauche. Aber für mich selber brauche ich eigentlich nichts. Was ich mal zum Beispiel, ich benutze gerne diese Rexona Stick, ich komme gerade auf den Namen, Ultra, ich komme nicht da, also, ne, was so, diese unter den Armen, diese Deo-Sticks, die so lange den Schweiß abhalten, ich komme gerade auf den Namen nicht, den gibt es hier nicht. Also es gibt natürlich eine Menge Deos, es gibt auch eine Menge Deo-Sticks, aber eben diesen, ich komme, Ultra, irgendwie so, Rexona, liegt mir auf der Zunge. Den gibt es hier nicht. Und jetzt habe ich gedacht, man wäre doch schön, wenn ich jetzt hier in der Drogerie, ich könnte ja auch, ist ja gar nicht so weit weg, also ich kann, weiß ich nicht, wie viele Kilometer ist das weg? 20 Minuten, dann bin ich in der Drogerie. Nur, wenn ich dann da hinkomme, dann vergesse ich das. Und in letzter Zeit komme ich da gar nicht mehr hin, weil wir da sowieso nicht hinfahren. Als meine Tochter noch hier war, haben wir das mit dem Arztbesuch verbunden, da ging das immer. Dann habe ich mir das bestellt. So, dann bestelle ich das, dauert eine Woche, bis es hier ankommt. Das ist halt so, weil wir hier auf dem Dorf leben, glaube ich, dauert das nochmal ein bisschen länger. Und Amazon Prime habe ich zum Beispiel gar nicht. Möchte ich auch nicht, brauche ich gar nicht. Das ist völlig unnötig für mich. So, kleine Dinge. Ja, die geht man dann, die braucht man, und dann kauft man sie auch. Aber
jetzt, wenn ich shoppen gehen würde, so, wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn ich jetzt hier H&M habe, ich habe hier New Yorkers, ich habe DM, Rossmann, alles direkt vor meiner Nase, glaube ich schon, dass die Versuchung groß ist, dass man doch dann dahin geht und auch Dinge kauft, die man nicht braucht. Und im Grunde genommen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe im Laufe meines Lebens alles gekauft, was ich brauche. Also meine ganzen Klamotten reichen bis zum Lebensende, wenn ich nicht zunehme oder abnehme. Und auch dann, ich habe alle möglichen Größen. Ich bin ja immer mal ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Und ich habe an Möbeln alles. Ja? Ich habe an Elektronik eigentlich alles, auch zweimal oft, weil man ja doch mal was gekauft hat, was man dann irgendwie verstellt hat und weil man in dem Konsumgedanken dann doch irgendwie mal das doppelt gekauft hat. Ich habe bestimmt 5 Uhren. Ich habe Schmuck, der reicht auch für Oma noch, wenn meine Kinder mal Oma geworden sind. Also so viel braucht man gar nicht. Ich habe Schuhe, also so viel Schuhe. Ich habe so viel Jacken, Mäntel. Ich brauche nichts mehr. Und deswegen, klar, es ist auch, wie gesagt, für viele schön und so ein bisschen Entspannung shoppen zu gehen, für mich nicht. Es ist halt einfach für mich auch Stress und auch eine Verlockung, Geld auszugeben. Und ich habe das ja auch in Hamburg gesehen, wenn ich für euch einkaufen gegangen bin, dann kauft man doch mal 3 Sachen mehr, die man gar nicht braucht. Und die habe ich jetzt alle noch rumliegen. Beste Beispiel, diese grüne Jeansjacke, die hatte ich euch, glaube ich, in einer meiner Klamottenvideos mal gezeigt, Aufräumen-Videos in meinen Schränken. Schaut dort gerne mal vorbei, wenn euch interessiert, was ich in den Kleiderschränken habe. Die habe ich noch nie angezogen und ich bin damals extra nochmal los zu C&A und habe mir die geholt. Wenn ihr mir lange folgt und den euch an den Vlog noch erinnert von damals, wisst ihr das. Ich bin nach Hause und bin extra nochmal Zeit. Obwohl ich so viel zu tun hatte und so viel ja auch Arbeit hatte in Hamburg damals mit den ganzen Kindern und Essen kochen und einkaufen und keine Ahnung was, bin ich nochmal extra bis zur Hamburger Straße gelaufen. Das ist für uns bei uns ja auch nochmal so 1,5 Kilometer oder so gewesen. Zu Fuß, ne? Und mein Fahrrad ohne Fahrrad zu Fuß hin und habe mir das nochmal geholt mit Miley zusammen. Nochmal, obwohl wir vorher schon mal waren am gleichen Tag und habe mir diese Jacke gekauft, weil die so günstig war und dieses Grün hat mir gefallen und auch die Jeansjacke, der Style, ich habe sie nie angezogen, nie. Ich glaube, das kennt jeder, jeder hat so Klamottenleichen im Schrank, die du dann trotzdem toll findest, deswegen gebe ich sie auch nicht weg. Ich finde die einfach klasse, die Jacke, ich will sie irgendwann nochmal anziehen. Vielleicht gebe ich sie dann weg. Aber im Moment habe ich da, ja, also wisst ihr, was ich meine? Ich kann wirklich alles hier aufbrauchen und das reicht bis zum Lebensende. Deswegen, klar, das spielt natürlich ein Geld eine Rolle. Das ist ja ganz klar. Also ich meine, keiner von uns hat, glaube ich, also Otto Normalverbraucher, so viel Geld übrig, dass er da einfach ständig irgendwie einkaufen gehen kann. Das ist bei uns nicht anders. Und ich gebe da lieber das Geld für Flugtickets aus, damit wir mal gucken, was in Alanya los ist. Oder ich kaufe meinen Kindern irgendwas Schönes dafür. Oder man muss ja auch immer was da haben, wenn irgendwie irgendwann mal irgendjemand was braucht. Ne? Deswegen, also da natürlich, Geld spielt eine große Rolle sogar, dass man sparen möchte, dass man nicht so viel ausgeben möchte und schon gar nicht für unnützen Kram. Ich habe jetzt so ein bisschen die Einstellung für mich in Richtung Minimalismus, hatte ich auch schon Videos drüber gemacht, dass man eben für mich der Minimalismus auch da so gelebt wird, indem man eben nicht alles weggibt. Ja, auch wenn das vielleicht der Inbegriff von Minimalismus ist, dass man eben alles weggibt und dann nur mit minimalsten Dingen lebt. Das ist für mich aber, also für mich persönlich nicht der Gedanke dahinter. Für mich ist der Gedanke, dass ich nichts Neues dazu kaufe, weil ich eben schon alles habe und eben nicht weggebe, sondern das aufbrauche, was ich habe und eben nicht neu kaufe. So, das ist meine Herangehensweise an Minimalismus und finde ich schon, dass ich Minimalist bin. Das kann man, finde ich schon, also wirklich, weil ich wirklich nichts dazu kaufe. Das ist seit, weiß nicht, 1,5 Jahren, 1 Jahr meine Einstellung, meine Lebenseinstellung und deswegen. Wenn mir das Spaß bringen würde, würde ich das natürlich kaufen, aber damit es auch keinen Spaß bringt, ich den Hund habe und das Herangehen an diese Sache habe, dass ich eben so wenig wie möglich ausgeben möchte. Ja, deswegen, ich hoffe, ich habe so ein bisschen aufklabüseln können, wie ich das mache. Und klar, Frau ist natürlich eigentlich normalerweise ganz anders. War ich ja auch. Also es ist ja nicht so, dass ich immer so war. Klar bin ich früher auch gerne shoppen gegangen und habe irgendwas eingekauft, so als junges Mädchen oder so. Fand ich auch richtig schön. Aber inzwischen, warum? Erstmal gehe ich sowieso nirgendwo hin, wo ich mich schön auf, ne, wo man sich schön anzieht. Wir gehen nicht essen, wir gehen nicht ins Kino, wir gehen nicht ins Theater. Kann man ja inzwischen sowieso nicht mehr so richtig, aber haben wir früher nicht gemacht, einfach weil ich da gar keinen Bock zu habe. Ne? Also mein Mann schon, der wird alles gerne machen, aber ich ja gar nicht. Und
bin am liebsten zu Hause und deswegen, wozu so viel Klamotten horten? Und alles, was ich habe, habe ich. Ja, ich habe wirklich jede Art von Klamotte und ich habe tausende von Stoffen, die ich alle noch vernähen könnte und wollte, wenn und ja auch könnte, wenn ich das wollte und wenn ich mir schöne Kleider oder festliche Sachen, wenn ich das machen wollen würde. Ich habe alle Perlen dazu, ich habe jede Art von Accessoires, die ich brauche dafür. Also ich bin ausgestattet mit allen möglichen verrückten Dingen, die man nur im Leben anstellen kann, weil ich alles schon mal irgendwie ausprobiert und gemacht habe. Deswegen, ja, neu kaufen wäre für mich wirklich sehr, sehr sinnlos. Und ne, drei Probleme auf einmal, beziehungsweise drei Lebenssachen, die bei mir dagegen sprechen, dass ich shoppen gehe. Also wenn ich überlege, dass ich jetzt mit meinem, der ist ja wieder nach Hamburg gefahren, auch ein bisschen später, heute hätte sich das vielleicht auch angeboten, dass ich mitkomme. Nee, also erstmal den Hund, dann das Wetter, regnet kalt und echt eklig. Und dann muss ich den Hund irgendwo abgeben, muss das mit meinem Sohn abklären. Und dann muss ich shoppen gehen, schnell die Sachen kaufen, die ich brauche. Dann habe ich aber verschiedene, wo gehe ich hin? Gehe ich nach Altona, nach Billstedt? In Billstedt ist Primark. Würde ich bei Primark ein paar Sachen kaufen für Baby und ein paar Socken für mich und ein paar Unterwäsche, BHs und keine Ahnung. Ne? Wenn ihr mal genau wissen wollt, was da so Sache ist, was ich eben nicht online kaufen möchte, weil man es nicht anfassen kann. Aber auch davon habe ich 70.000 Stück. Also ich habe, ne, wenn ich nochmal richtig in meinem Schrank rumwühle, würde ich auch da bestimmt was finden, was ich nicht unbedingt kaufe. Kaufen würde. Aber so, dann Ikea ist in Altona, Primark ist in Billstedt, dann müsste ich da hin, und um das gleich alles abzudecken, wo ich einmal hinwollen, hört auf, gar keine Lust zu. Also, wenn sich das mal irgendwann anbietet, vielleicht ja schon nächste Woche, schauen wir mal, dann mache ich das gerne, aber ansonsten muss auf gar keinen Fall sein, gar nicht. Würde ich Bauchschmerzen kriegen, wenn ich das jetzt alles machen müsste. Und selbst wenn ich jetzt nach Hamburg fahre oder selbst nur zu meinem Sohn. Ich habe so viele Sachen, die ich dann mitnehmen muss. Ich muss meine Kamera mitnehmen, ich muss mein Stativ mitnehmen, ich muss mein Licht mitnehmen, ich muss Koffer packen, ich muss überlegen, Bettwäsche und meine Decke. Und ich brauche das, ich brauche mein Kissen, ich brauche meine große Decke. Ich brauche so viele Sachen. Oh nee, komm, lass mich bitte zu Hause. Aber wie gesagt, das wird sicherlich jetzt bald passieren, dass wir mal für eine gewisse Zeit dann auch hier weggehen. Ich jedenfalls mit Miley. Und dann sind wir ordentlich dabei, ordentlich Sachen zu packen. Aber Stress und anstrengend ist das natürlich für mich. Und viele, wie gesagt, mögen das, die Abwechslung und woanders hin. Aber ich mag ja auch die Abwechslung. Bin auch ein sehr, sehr Mensch, der die Abwechslung ja auch mag. Und Veränderung auch mag, aber ich bin halt unheimlich gern zu Hause. Das ist eben etwas, was so ein bisschen dagegen widerspricht. Und deswegen kein Problem. Aber es ist nicht so, dass ich es jetzt nicht schön finden würde, wenn jetzt da die ganzen Geschäfte vor meiner Nase oder zumindest hier im Dorf ansässig wären. Dann würde ich sicherlich auch mal. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht nach Hamburg fahren. Und ne, ach, ich habe mich, wiederhole ich mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die tolle Frage. Das hat mir wieder eine Videoidee gegeben. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss.